was braucht unsere Zeit gerade? Wonach ruft unsere Zeit gerade? Und da gibt die Kirche eben auch oft eine Antwort durch Berufungen oder durch Inspirationen, die dann einfach da sind. Eben dieser Schatz der katholischen Kirche überhaupt. Es ist einfach für mich eine Spiritualität, in die man einfach so eben eintauchen kann. Für mich ganz persönlich heißt Spiritualität geistliches Leben oder das, wo die Wurzeln, aus denen ich lebe, und das ist für mich erstmal, sind die Sakramente, die für mich einfach, also die meine Spiritualität hierzu ausmachen. Dann einfach auch die Lehre der Kirche, das ist für meine Spiritualität oder für mich als geistlicher Mensch auch wichtig, dass es wirklich, dass ich diese Heimat in der Kirche habe und gleichzeitig aber auch diesen Schutz, den ich einfach durch die Kirche, durch die Lehre der Kirche auch selber habe. Und dann gibt es eben auch Wurzeln, aus denen ich lebe, die einfach mit meinem geistlichen Weg zu tun haben. Eben in der katholischen Kirche gibt es eine unheimliche Vielfalt. Die Menschen, die hier leben, haben ganz verschiedene Hintergründe. Bei mir zum Beispiel ist es, ich komme aus dem Ordensleben, bin franziskanisch geprägt. Mhm. Dann gibt es andere, die ja wirklich so das Charismatische an erster Stelle haben, wo das für die am wichtigsten ist. Oder jemand, der einfach durch die Gemeinschaft der Seligpreisungen geprägt ist. Wieder andere, die eine Zeit lang den neokatechumenalen Weg gegangen sind. Und so bringt jeder eigentlich seine Prägung mit, ohne den Anspruch zu haben, das müssen alle anderen genauso leben, sondern diese Prägung bringt man eigentlich mit als Bereicherung. Ja, was hier gelebt wird, also hier im Mittelpunkt steht bei uns schon die Eucharistie, die tägliche Eucharistiefeier, denke ich, und das ist für die, die sich entscheiden, hier mit uns zu leben, denke ich auch, wird es zum Mittelpunkt. Und der Ablauf ist ja einfach so, dass wir einfach wissen, der Herr ist Tag und Nacht hier bei uns. Er ist ausgesetzt in der Heiligen Eucharistie, was aber nicht heißt, dass wir ihm nur in der Eucharistie begegnen, sondern da ist eben dieser Punkt, wo diese innige Beziehung, dieses innige Verhältnis zu Christus immer wieder aufgebaut wird, zu jedem Einzelnen, der wirklich dorthin geht, der eine Zeit dort verbringt, vielleicht auch so für die persönliche Auferbauung oder einfach um das Herz bei ihm zur Ruhe kommen zu lassen, um Dinge wieder in einem ganz anderen Licht zu sehen. Oder eben auch einfach als Auftrag verbindlich eine Stunde oder eine halbe Stunde bei ihm zu sein, um für die Kirche, für die Welt zu beten oder einfach auch sich gebrauchen zu lassen als Kanal seiner Liebe, dass seine Liebe durch uns als Beter hindurchströmt. Also das ist, denke ich, das, wo man am Tag seine Zuflucht sucht und auch eine Verbindlichkeit lebt, indem er sagt, die und die Zeit trage ich mich verbindlich ein und bin beim Herrn. Dann dazu gehören dann eben auch noch die Tagzeiten der Liturgie, also das Stundengebet, die Laudes, die wir morgens beten, oder die Vesper, die wir am Nachmittag dann beten, oder am Abend, am Nachmittag noch den Barmherzigkeitsrosenkranz. Das sind so Gebetszeiten, die eigentlich so dem Tag so ein bisschen eine Struktur geben, die aber jetzt nicht für die hier mit uns leben, verpflichtend sind, sondern wo jeder eigentlich auch spürt, was ist meine Zeit, wo ich selber für mich eine Verbindlichkeit finden kann oder wo ich auch einfach mal dazu stoßen kann, um gemeinschaftlich mit den anderen etwas zu leben.